Wenn du viele junge Leute hast, die, für die du bis zu einem gewissen Punkt natürlich auch Vorbild bist oder die dich halt auch sehr cool finden und vielleicht auch Sachen nachahmen, die du einfach sagst oder viele Sachen auch auf die Goldwaage legen, die du sagst. Je jünger dann, sie sind, desto mehr tun sie das meistens. Ja, dann hast du natürlich eine Verantwortung, der man natürlich immer, nicht immer komplett gerecht werden kann, aber ich komme auf jeden Fall immer mehr dahin, dass ich versuche, da das schon irgendwie gut zu machen, was aber leider auch nicht immer klappt. Das ist sehr nett gesagt. Also das finde ich sehr interessant gesagt, weil nämlich dieses Gespräch bin ich nur mit euch, mit vielen und diese Entwicklung dazu, dass von das ist meine Kunst und die Leute müssen das für sich selber interpretieren, ist mir egal, was sie daraus machen, bis zu dem Punkt, dass sie schon sich bewusst sind, dass was du sagst, ein 10-Jähriger halt auch mal eins für eins bare Münze nehmen kann. Dieser Prozess, der entwickelt sich von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Ja. Gut, zum Beispiel ein Sido hat es unglaublich krass geschafft, so, weißt du? Das kann man Fan sein von seiner Mucke oder nicht, weißt du, darum geht es gar nicht, aber nur von der Thematik. Jetzt der Vater auch geworden und wenn du die letzten zwei Alben dir mal anhörst, verzichtet er komplett auf Schimpfworte. Gut, macht er natürlich auch, weil er in dieser Popwelt ein bisschen ist, weil er auch natürlich weiß, was abgeht so, aber der hat man echt das Gefühl, dass er versucht, Songs zu machen, die nicht so sind wie die er früher gemacht hat. Und aber auf der anderen Seite trotzdem irgendwo so eine gewisse Straßen-Attitude und so auch in seinen Liedern mitbringt. Und auch jetzt vom aktuellen Album her, die Single Löwenzahn mit Oleg Sesh und so. Ja. Ich meine, das ist schon ein guter Spagat und den versuchen wir auch zu gehen, weil wir feiern ja diese Straßenmucke. Das ist ja geil, weißt du so. Das ist ja auch geil, auf die Kacke zu hauen. Und das benötigt dann manchmal auch gewisse Ausdrucksformen, ja, damit es einfach auch so rüberkommt, wie es gemeint ist. Aber vom Grund auf versuchen wir schon auch eher den Leuten einen guten, geraden Weg mit auf den Weg zu geben, nicht zu sagen, geht raus und haut alles kaputt so. Wobei das bei mir bei dem Album nicht immer so gut geklappt hat. Gehört vielleicht im Zweifel auch so klar. Wir sind ja noch jung. Ja. Aber am Ende muss man es auch immer nicht alles so hochhängen, denn ich bin auch der Meinung, dass nur weil auch ein 15-Jähriger sich im Zweifel ein Haftbefehl-Album anhört, er nicht automatisch jede Frau wie eine Schlampe behandeln muss. Nee, logisch. Da sind noch ein paar Schritte dazwischen und wissen wir selber. Und auch der Attentäter wird nicht durch Counter-Strike gemacht. Arnold Schwarzenegger ist ja jetzt auch nicht der schlimmste Typ der Welt, weil er Terminator gedreht hat. Und jetzt alle Leute rumlaufen mit MGs und Leute erschießen. Er selber. Manchmal ist es halt auch, wie du halt sagst, ist halt auch Kunst, weißt du. Ja.